Stell dir für einen Moment vor, du wärst im Jahr 1900 geboren. Wenn du 14 Jahre alt bist, beginnt der Erste Weltkrieg und endet, wenn du 18 Jahre alt bist, mit 22 Millionen Todesopfern. Kurz darauf beginnt eine weltweite Pandemie, die spanische Grippe, mit 50 Millionen Todesopfern und endet, wenn du 20 Jahre alt bist. Wenn du 29 Jahre alt bist, beginnt die Weltwirtschaftskrise mit dem Börsencrash in New York. Die Folge sind Inflation und Massenarbeitslosigkeit. Wenn du 33 Jahre alt bist, gelangen die Nazis an die Macht. Wenn du 39 Jahre alt bist, beginnt der Zweite Weltkrieg und endet, wenn du 45 Jahre alt bist, mit 60 Millionen Todesopfern. Im Holocaust sterben 6 Millionen Juden. Wenn du 52 Jahre alt bist, beginnt der Koreakrieg. Wenn du 64 Jahre alt bist, beginnt der Vietnamkrieg und endet, wenn du 75 Jahre alt bist. Ein Kind im Jahre 1985 dachte, dass Oma und Opa keine Ahnung haben, wie schwer das Leben sei. Doch die beiden haben bereits mehrere Kriege überlebt. Heute befinden wir uns mit allen Bequemlichkeiten der modernen Welt in einer neuen Pandemie. Menschen beklagten sich, weil sie mal für ein paar Wochen das Haus nicht verlassen durften. Sie haben Strom, Handys, genug Essen, warmes Wasser und ein sicheres Dach über dem Kopf. All dies gab es in früheren Zeiten nicht. Doch die Menschen haben auch diese Zeiten überstanden und niemals ihre Lebensfreude verloren. Heute beklagen wir uns, weil wir im Supermarkt Masken tragen müssen. Ein kleiner Perspektivwechsel kann Wunder wirken. Lass uns beide dankbar sein für die Zeit, in der wir leben. Und lass uns beide alles tun, was uns gegenseitig schützt und hilft. Und ich finde, diese Botschaft muss um die Welt gehen, muss ganz viele Menschen erreichen. Und wenn du das auch so siehst, dann hilf mir dabei und teile dieses Video jetzt mit deinen Freunden. Schön, dass es dich gibt. Dein Björn.